Hi, ich bin jetzt hier ein Schweizer und hinter mir ist ein Riesengebäude. Wow. Ich mag Riesengebäude, deswegen. So, wir sind jetzt hier auf der Messe. Dann gehen wir mal rein und wir gucken sie uns jetzt an. Ciao. Mach die Frau da weg. Wir gehen jetzt auf die Dach und Hals mitkommen. Lukas, Achtung, nicht fliegen, gell? Vielleicht kommen Leute. Achtung, du musst gleich einchecken. Wir müssen das einfach beschleunigen. Umso schneller wir voll sind, umso schneller können wir wieder heim. Da an der Seite durch zum nächsten Mal rüber. Habt ihr so einen Plan mitgenommen? Nein, das ist schlecht. Pass auf, ich gehe jetzt so einen Plan suchen. Ihr müsst aber hier bleiben. Ich werde zurückkehren beim Haus. Wie heißt das? Das ist gut. Hauptsache, wir gehen auf eine Messe und haben keine Ahnung, wo was ist. Es gibt doch einen Online-Plan. Guck mal bitte. Wir gehen jetzt zur Halle 9, da wo das Werkzeug ist. Ich brauch Bargeld. Warum? Weil da war ein Hotdog stand, hätte ich Bargeld einstecken können. Ja, also wenn ihr was essen wollt oder so, könnt ihr es sagen, gell? Da. Guck, den bietest du Essen an. Ich sag, ich brauch Bargeld, weil ich hab nichts dabei. Da sagt die, Lukas, wenn ihr was essen wollt, ne, sagt er Bescheid. Ich krieg nichts. Ah, Bindemaschine! 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 Genau mein. Was ist das? Diese woanders, ne? Wie viele Wicklungen? Die macht zwei Wicklungen. Überhaupt nicht mein Metier. Ich fand das sowieso verrückt. Wie das. Das ist so verrückt. Kannst du hier mal einstellen? Ich guck gerade, wie viel Bindung. Es gibt bestimmte Sachen, die kannst du nur mit Hand binden, lautstatig. Also lautstatiger. Dürfen die nur per Hand gebunden werden? Hier kannst du aber. Weil. Du 3 auf 6. Ja, aber weil das so fest sein muss, das kann eine Bindemaschine nicht gewährleisten. Aber so Bindemaschine ist halt schon cool. Du darfst die halt nicht wegziehen. Wenn du die wegziehst vom Stahl, dann hast du den. Weißt du, dann kann die nicht anziehen. Gibt es da eigentlich unterschiedliche Drahtdicke? Ich glaube schon, aber was ist das, ein Isodraht oder was? Hallo Menschen, viel los. Gucken wir jetzt die Hose an, die heute kommt. Ja, aber die Jacke ist so geil. Nein, hier gibt es keine Jacken. Die wollen angucken, Hosen. Es gibt hier keine Jacken, nur Hosen. Aber irgendwie trauen sie sich nicht so ganz, ein bisschen schüchtern. Das war aber schnell angeguckt. Ich dachte, jetzt gibt's hier voll die Action und so. Hab was für Mike gefunden. Mike, die kaufe ich dir. Und so einen Hut kriegst du auch. Soll ich euch mal was eine Story erzählen von Etienne? Der wollte eigentlich auch Zimmermann werden, oder? Also sein Lieblingshandwerksberuf wäre Zimmermann gewesen. Ja. Finde ich irgendwie ein bisschen traurig. Jetzt bin ich gar nichts. Doch, jetzt ist er Mädchen für alles. Also ist halt auch überall mit dabei. Ja, genau. Super. Alles haben, nichts wissen. Siehst du, er schämt sich immer dafür. Oh, hier riecht's gut. Hier riecht's nach Holz. Ich wollte eigentlich boxen gehen. Ja, dann mach mal. Du passt da sogar drunter, oder? Wir haben gerade Zimmermann gefragt, warum der die Löcher da reinmacht. Der Zimmermann hat gesagt, keine Ahnung. Geil. Lukas, warte mal, da kommt eine Überraschung raus. Weiß ich doch nicht, ey. Der Lukas hat mal, ich guck mal, wer da drin ist. Oh, noch eine Überraschung. Ach, guck mal, das soll eine Rohrleitung sein. Echt? Es sind Rohrleitungen. Ja. Ratan, was für schlaue Menschen. Ich hab was wir mit dir machen. Da hinten ist so eine Wand, wo man Lichter ausschlagen muss. Ja. Da gehen wir jetzt hin. Ja. Lichter ausschlagen. Ja, da. Lichter ausschlagen. Ja, machen wir, komm. Zwei Leute gegeneinander. Auf. Zimmermann gegen Zimmermann. Das Duell. Wer spielt?
Die zwei, Zimmermann okay. gegen Zimmermann. Hier die Mitte. Einer ich gehe links. Einer orange. Eine Minute, so viel wie möglich ausschlagen. Eine Minute, da bricht er zusammen und kriegt keine Luft mehr. Das sind immer die, die selber nicht spielen. Ja, ja. Die haben wohl nur. Tagesrekord heute sind 120. Oh. Alter, Mikey, streng dich an. Ich hasse das. In einer Minute, oder was? Fertig. Und los. Oh, da bin, aber ich bin zu klein. Du musst das Ding nicht umhauen, ne? Jo, jetzt versuchst du das, Julian. Keine Ahnung. Wie viel haben sie jetzt? Nee, sag nix. Das sagt man nicht, während des Spiels. 30, Hälfte ist rum. Mikey ist besser. Mikey, Junge, mach jetzt! Mach jetzt, komm aus hier raus, fürs Team! Auf, 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 auf! Auf. Los, Mike! Mike! Ja. 80, das ist gut. 103. Oh, Junge! Ja. Gewonnen leider nichts, aber ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Ehrhafter Gegner. Willst du das auch machen, Schatz? Ja, ich bin pass auf, wir haben eine Lösung für. Echt? Wir können auch Halbfeld spielen. Oder gib mir ein Bierkaste. Oder du musst ein bisschen hüpfen. Eins vorbei. Das ist unfair. Ja, wir machen das, ja, wir machen komplett, ich hüpfe. Ja, ja ich werde dann halt nicht so schnell sein, aber. Auf die Plätze, fertig und los. Ey, da muss keiner. Ja, los. Jetzt Gas geben. Wo ist das? 25 Sekunden drauf. Schneller! Wo ist es denn? Schneller! Muss weiter weg. Geh mal, mal da oben. Mach mal weit weg. Endspurt, sei rum. Wo ist es? Ich könnte ja sagen, ihr seid ganz dicht zusammen, ist aber nicht so. Weiter, weiter, weiter. Oh. So. 84. Der allerschlechteste. Obwohl sie... Komm, einer ist 95. Ist gut. Sehr gut. So, jetzt noch die Kameramänner gegeneinander. Ja, zwei Kameramänner. Ich lebe. Doch. So, auf geht's. Ich hab da gesehen, es geht. Sehr gut. Ah, siehst du, ich kann das auch in Ruhe machen. Man braucht da nicht mal rumgewischen. Ich hab mir auch einen Finger gegeben. Ja. 30 Sekunden rum. Da kann ich nicht zusammen sein. Ich bin immer schneller. Gut so. 10 Sekunden. 83, 90. Jawohl. Und wie fühlt man sich? Gut. Das ist schon krass so, ne? Dann kam es rechts unten. Wie viel hat er? Wie viel hat Flo? 80? Ja, Alter, das war voll. Das ist, tak, tak, tak. Und dann hast du irgendwann. Sinn. Du hast irgendwann dann nicht mehr das gesehen, weil das so. Ja, wenn es gerade aus dem ja, und dann, ja, dann klickst du hier so unten, dann denkst du, jetzt kommt wieder unten, dann zack, auf einmal oben. Ich denk so, was ist. Fazit von der Dach und Holz. Schön war's. Glachthammer, viel Holz haben wir gesehen. Auch Metall haben wir gesehen. Aber ich kann euch eins sagen, ich bin echt stolz drauf, Maurer zu sein. Weil in unserem Gewerk ist wenigstens was los. Wir haben Zement. Beton, Schalung, große Maschine wie Bagger oder irgendwelche Abrisslöffel, scheißegal, bei uns ist immer irgendwas, da ist auch richtig Rambazamba. Muss echt sagen, deswegen gibt es hier Abzug in der B-Norde, war ein bisschen langweilig, ein bisschen. Keine Explosion, keinen Stau, kein Lärm, ja. Aber ich glaube, die anderen waren glücklich, oder? Wie war, fandst du Dach und Holz? Ich habe gerade gesagt, dass ich echt glücklich bin, Maurer zu sein, weil bei uns ist immer was los. Also da ist immer Explosion und so ein Lärm und einfach geil, weil einfach wir Maurer sind. Faustbrudis. Ich will auf meinen Couch. Okay, das war's. Ende Gelände, Feierabend.